Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Alter Schwede, finden Sie den Zugangscode zu Racines Büro. Schon wieder so eine kleine Schleichaktion. Wie gesagt, erstmal die Situation gemütlich analysieren, bevor wir wieder das Scharfschützengewehr auspacken wie in der letzten Folge. Aber das musste auch mal sein, weil wir es noch nicht gezeigt haben. Insofern war das ganz prickelnd, mal was Neues. Und jetzt mal schauen. Erstmal den Laden vielleicht umgehen. Mal gucken. Ja, vielleicht gibt's da hinten rum noch eine andere Lösung, wie wir uns da einspeisen können. Es wird wahrscheinlich am Ende eh wieder in Action enden. Weil man doch recht schnell beim Hacken erwischt wird. Und irgendwann kommt man mit dem Hacken auch an Zenit. Da sieht man dann, oh, kann die dann anlocken, Fährten legen und hin und her. Aber, der Lift ist aber ganz cool. Da könnte man theoretisch aufs Dach. Na, nicht schlecht. Wie weit fährt der hoch? Kommen wir da komplett aufs Dach? Das wäre super. Und Probeli. Achtung, Sie betreten ein Sperrgebiet. Warnung, Warnung. So, und hier kann ich mich schon mal verstecken eigentlich. Moment, nein, verstecken wolltest du dich hier? Genau, lieber Aiden. Ja, und jetzt hier einmal den... Warum kann ich diese gottverdammte Kamera nicht hacken? Die ist doch direkt in Sicht, Leute. Na, muss ich denn da rangehen? Jetzt geht's. Komisch. So, da sind wir ein bisschen in der Ecke wenigstens. So, jetzt können wir erstmal die Situation analysieren. Da können wir den anlocken zum Sprengfältchen. Da ist ein Gabelstapler. Lass mal die andere Kamera gehen. Da vorne steht ja auch noch jemand. Hier. Wieder einer analysiert. Der sogar eine Kamera. Dann könnten wir jetzt hier in die Luft sprengen. Jedoch bin ich mir sicher... Ach du Scheiße. Ein schwer gepanzerter. Mit einer Sprengung direkt am Start. Ein abgefangenes Audioloch. Aufzug, habt ihr gesehen? Kann ich denn mit dem runterfahren komplett? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre super geil. Wenn ich mit diesem Aufzug mich ins Büro schleusen könnte. Es gibt ja meistens eine friedliche Lösung, die aber deutlich komplexer ist. Also friedlich sowieso nicht, weil ich spreng da ja auch rein weg wieder dann. Eine singende Forelle. Ich will die singende Forelle sehen, Mist. Na, erstmal sollen wir eh den Zugangscode finden. Aha. Ablenkungsmöglichkeit entdeckt. Rapmusik in lokaler Bibliothek. So, hier kann man auch sprengen. Und die anderen scheinen aber auch nicht unbedingt den Zugangscode zu Racines Büro haben. Ist aber fraglich, ob der aber bei einer Person ist. Oder ob der da vielleicht irgendwo rumliegt. Das könnte natürlich auch sein. Okay, die Wachen haben wir alle abgecheckt. Da war nichts. Ein bisschen weiter nach vorne. Nur so zur Information, falls ihr euch fragt, was macht der Tünnis? Der Hampelmann, der Sarazar. Was tut der wieder hier? Das kann doch nicht sein Ernst sein! Okay. Warum kann ich mich denn hier nicht in die... Er hat doch sein Handy parat. Immer dein Handy in die Hand, genau. Sondern müsste ich mich doch jetzt hier wieder nicht... Manchmal backt das ein bisschen rum, habe ich das dumpfe Gefühl. Puh. Der Kerl hat auch nichts. An Zugangscode. Fernzugriff. Ja, für eine Kamera. Okay, ich würde sagen, wir schleusen uns einfach mal von Kamera zu Kamera rein.
Da vorne ist wieder eine Kamera. Und hier wäre noch eine Kamera drin. Aber das ist dieselbe, die ich gerade hatte. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier irgendwie... Hat der den vielleicht? Ne, den kann ich aber ablenken. Oh Gott, das wird übel. Hab mir sagen lassen, du wurdest letztens in meinem Zoo gesehen. Wer auch immer dir das erzählt hat, lügt. Du weißt schon, dass wir überall Kameras haben, ja? Ich kann das erklären. Aha, ist der Zoo da wahrscheinlich ein bisschen ein Geheimwort, ne? Irgendwas. Okay, da drin ist aber auch kein Zugangscode. Das ist aber jetzt enttäuschend. Da hat die bestimmt... Haben die alle keinen? Liegt hier auf dem Tisch nichts rum, Zugangscode-mäßiges? Ich meine, ich könnte den ja mal in die Luft sprengen, wenn er jetzt da vorbeigeht, ne? Mal gucken, was dann passiert. Ich bin da oben ja eigentlich in Deckung. Haha, Hammer. So, und ich wurde nicht gesehen. Die Typen sind aufgerieben, aber ich wurde nicht gesehen. Los, schnappt ihn! Die suchen mich von hier oben. Findet und tötet den Wichser. Boah, das sind ganz schön aggressive Burschen. Den schon gesehen. Ich feuer gar nicht. Ihr seid selber schuld. Guck mal hier. Alter Schwede, haben wir richtig aufgeräumt schon. Aber jetzt hier auch komplett schleichend vorbeizugehen, ist auch kein leichtes. So können wir den Dicken schon vom Hals. Können wir es nochmal reinbeamen. Mal gucken, was wir da noch machen können. Aufgepasst! Der den Zugangscode vielleicht? Mann, keiner von denen hat den Zugangscode. Zur Hölle. Ich habe hier schon für Unruhe gesorgt. Und trotzdem taucht der Eiermann nicht auf hier. Hier ist auf jeden Fall jetzt offen. Das ist ja auch schon mal praktisch. Auch hier. Nichts an Zugangscode. Habe ich übersehen irgendwie. So, die Jungs sind jetzt alle rausgegangen. Das ist natürlich praktisch. Das ist vielleicht... Warte mal, von hier hinten? Gibt's noch mehr Kameras? Vielleicht hier irgendwo drin irgendeine Verteilerkasten überladen? Hier können wir wieder sprengen. Hier finden wir auch keinen Zugangscode zu Racines Büro, wenn ich mich nicht irre. Der Angriff war auf jeden Fall schon mal sehr clever. Und überlegt. Und nicht überhastet. Okay, da kommen die Jungs rein. Perfekter Moment. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ich brauche die Kamera dafür. Bei der Sache bleiben. Komm schon, geh mal darüber gerade. Mist. Der kommt jetzt darüber und wird gesprengt. Eins, zwei, go! Sehr krass. Also jetzt machen wir die alle hier. Geht da rein und findet ihn. Hinterrücks aus. Aber kein Zugangscode, verdammte Hacke. Ah, schade, ein bisschen zu früh, sonst hätten wir den auch noch umgemerzt. Okay, die können alle Verstärkung rufen. Ich sehe noch zwei, drei Typen nur noch, sonst haben wir alle. Also eigentlich eine easy Nummer, wie wir die jetzt schon dezimiert haben, aber uns fehlt das Wichtigste. Und das ist nicht hier. Okay, ich würde sagen, der sich jetzt eh alle in dem Haus befinden, gehen wir jetzt mal runter. Wir denken ja, wir wären da drinnen tatsächlich, was falsch ist, die Annahme. Sturmgewehr zur Sicherheit. Und mir gut weggeräumt, ey. Ganz ehrlich. Sehr gut. CTOS-Scan. Mal noch ein bisschen Geld genommen. Noch ein bisschen anderen Krempel, den wir natürlich auch gebrauchen können. Ach, hier geht's noch hoch.
habe ich hier gar nicht gesehen. Und hier ist die Switch-Konsole. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Zugangscode. Und die Jungs sind alle da hinten. Nur noch drei Stück. Vier, oder? Vier sind es noch. Okay. Cool. Ziemlich viel Krempel gefunden. Irgendwo muss doch das Ding da sein. Gehen da jetzt rein, oder? Gucken wir mal hier hinter. Da habe ich mich auch nicht schauen können. Das ist nur der andere Ausgang, Eingang. Wie man nimmt, wie man es nimmt. Aber wir sind jetzt eigentlich ziemlich gut reingekommen. Bisher noch nicht entdeckt worden. Den Typen da oben würde ich gerne ausschalten, ehrlich gesagt. Haltet die Augen offen. Sagt noch, halte die Augen offen. Merkt nicht, dass wir unter ihm langlaufen. Aber egal. So, also besser für uns. Wo ist dieses, wo ist das Ding zur chemische Komponente? Nimm ich auch mal mit. Jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen, heimlich. Das wird gar nicht so leicht. Wo ist denn der Aufgang? Mann! So eine verzwickte Anlage hier. Bleibt wachsam, verdammt! Hui, 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 hui. Der hätte mich beinahe gesichtet. Ich guck mal, ob ich hier lang rumgehen kann, aber kann ich scheinbar auch nicht gut. Dann löse ich jetzt hier den Alarm aus. Komm, mal gucken, was passiert. Deine Typ, da muss doch um die Ecke kommen jetzt. Tu da aber nicht. Mann, was ist denn da los? Was sind das denn für Waschlappen? Halte die Augen offen. Oh, Motherfucker, da stimmt was nicht. Tschüss, Ian. Meditiert regelmäßig. Familienmitglied wegen Diebstahl verurteilt, der arme Kerl. Der hat's vielleicht nicht verdient. Wo wir wieder beim Herz für virtuelle Menschen sind. Ex-Freundin stachelt ihn an. Jetzt kommt auf jeden Fall der Kerl wieder nach unten. Okay, und jetzt sehe ich auch den Aufgang, den Abgang. Der ist da drinne. Komm ruhig raus. So, der liegt. Wir brauchen definitiv Verstand. Nichts braucht ihr mehr. Da unten ist es. Der war's. So, oh bitte, er will nicht sterben, der will in Ruhe gelassen werden, der gibt auf und so ist es mir lieb, dann soll er aufgeben. Aber das war ja perfekt, wir wurden nicht entdeckt und haben einen nach dem anderen da dezimiert. Natürlich auch hier wieder eine recht brutale Vorgehensweise, aber anders ist es halt auch, boah, super schwer. Seinen eigenen Kerl brauchen wir echt nicht erledigen. Wird wegen Fälschung verdächtig, habe ich da richtig gelesen, was liegt denn da noch? Elektronische Teile, müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm, weil ich hier irgendwas vergessen hätte. Jamcoms können wir herstellen. Die sind eigentlich ziemlich praktisch. Um die Gegnerkommunikation zu unterbrechen und so weiter. So, und jetzt kommen wir hier rein. Wunderbar, Freunde. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Na toll. Robert. Schön, dich zu sehen. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Aiden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Hacken Sie Racines Handy. Erfüllt. Ja, und der Typ will jetzt natürlich losheizen. Verstärkung. Bam. Autsch. Oh. Ja, den haben wir erledigt, den Dickwanst hier. Schöne Hack-Attack. So.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir eine Karre kriegen, wahrscheinlich. Aber vielleicht nicht die. Haben wir hier nicht noch ein anderes Fahrzeug? Scheiße, jetzt haben wir hier nur so Kackmöbel, ey. Damit sollen wir bestimmt jetzt eine Verfolgungsjagd aufnehmen. Ich bin mir doch sehr sicher, regulär gesehen. Ah, da fährt er schon. Der gute Racine. Wir liefern uns ein Race mit Racine. Burp. Hinterher. Komm, bleib dran. Muss noch einen perfekten Moment abwägen. Blackout vielleicht? Jim, komm. Ach, hallo? Finden Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Amin! Amin! Ah, nicht den anderen. Haben sie den falschen gerammt, glaube ich, ne? Wo fährt der denn lang hier, der gute Mann? Ich würde gern sein Fahrzeug neutralisieren. Ich stoppe ihn! Das wird ihm den Tag verdauen. Alter Schwede, wie Hammer! Ja, ich bleib dran! Du entkommst mir nicht, du Sack! Du kleiner Schmiedelwutz! Oh nein, LKW, fuck! Lass ihn nicht entwischen! Wollte mich gerade so drehen, dass ich ihn blockiere, aber nix da. Einfach das Ding mitnehmen, was soll es? Durch hier. Ab durch die Mitte, mal wieder Elektro-Titte. So geht's. Schade, dass Tor nicht schießen soll. Hätte ein richtig fettes Problem gehabt. Nein, komm schon. Nein, hier ist nichts. Komm schon, Mann. Oh, seht mal da. Was macht er denn? Ich hab ihn wieder. Schalten Sie das Ziel per Takedown aus, habe ich natürlich nicht gemacht. Dann kommen sie in der Verstärkung. Racine ist down. Fuck. Alter, jetzt weg. Und jetzt die Pölle aktivieren. Da kommen die nicht mehr so schnell hinterher. Und nochmal hier drüber. Ab ins Wasser. Hui, 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 hui. Also Racine ist im Arsch jetzt. War zwar brutal, aber ganz ehrlich, Takedown hätte ich warten müssen, bis der aus dem Auto jumpt. Das hätte auch ganz schnell in die Hose gehen können, deswegen habe ich den Kerl dann so eliminiert. Okay, jetzt wieder dran. Nein! Schnell weiter, schnell. Soll sie mich nicht sehen. Fuck, die sehen mich. Komm schon. Schnell raus aus dem Gebiet. Dann habe ich es geschafft. Ach du heiliger Bimba. Ich bin raus. Ich bin fertig. Puh. Alter Schwede. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Zerbrechliche Ware erledigt. Und ich muss ja sagen, die Typen haben es nicht anders verdient, als auf den Sack zu kriegen. Ganz ehrlich, wer versucht, Kinder zu entführen, von einer Mutter, die kürzlich ihr Kind verloren hat... Gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Naja, und ich würde sagen, wir legen dann hier mal ein kleines Päuschen ein und sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Watch Dogs. Hacks und Action gibt's nur bei Watch Dogs hier in Chicago. Und vielleicht hast du ja noch gar nicht alle Videos geschaut, dann klick doch einfach mal auf alle Videos. Und wenn du auf kein Video verpassen klickst, kannst du nichts aus meinem Kanal mehr verpassen. Sagt man zumindest. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.